Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute im japanischen Dokkan Battle, denn wir schauen uns das neueste Dokkan an von unserem Boy MVP C17. Machen dementsprechend auch gleich das Dokkan, aber außen vorweg gebe ich euch erstmal Informationen preis, damit ihr auf jeden Fall wisst, was ihr tun müsst. Wir haben hier eine Stage, zwei Schwierigkeitsstufen. Sie hat Super 2 auf Super 2, bis wir droppen 7 Medaillen. Die Medaillen sind folgende. Und natürlich, da es ein Dokkan-Charakter ist, macht er gewissen Schaden, ist tanky, aber eine spezielle weitere Funktion hat unser Boy MVP C17 noch, nämlich er hat seine Barriere. Finde ich sehr cool, ist ähnlich wie, ein bisschen ähnlich wie vom Super 17, nicht ganz, nämlich was ist denn hier die Sache mit seiner Barriere, und zwar, wenn seine Barriere ab ist, das ist in der dritten Runde, glaube ich, ab der dritten Runde, werden wir aber gleich sehen, dann tun Super Attacks, die aus einem Keyblast resultieren, also eine Super Attack, die eine Keyblast ist, sei es eine Kamehameha, Dame oder whatever, werden wir gleich sehen. Ich werde euch gleich zeigen, wie ihr das sehen könnt. Diese dodgt er, diese annulliert er, weil er seine Barriere online hat. Was heißt online, sondern ab hat. Seine Barriere ist aktiviert. Also machen hier Keyblast-Angriffe, Keyblast-Super-Attacks keinen Schaden gegen ihn. Er dodgt sie. Er hielt sich zwar nicht, er dodgt sie nur. Das ist der Unterschied zu Super 17. Aber Melee-Angriffe, also Nahkampf-Ultis. Ihr seht nicht, Gotku geht mit seiner Faust drauf. Es ist ein Nahkampf-Angriff, Nahkampf-Ultimate, Nahkampf Super Attacke, damit wir alle Begriffe hier abgeklärt haben. Anyways, Melee-Angriffe machen Schaden gegen ihn und deswegen in Sachen Teambild werde ich euch gleich zeigen, wäre es natürlich cool, wenn das ganze Team aus Charakteren besteht, die eben Melee-Super-Attacks haben. Wie wir das Ganze herausfinden, werde ich euch gleich zeigen. Wir haben hier, wie gesagt, 4 Runden ab der dritten Runde aktiviert seine Barriere. Wir haben den neuen MVP 17, wisst ihr Bescheid, 77 Medaillen braucht ihr für ihn, für Android 21 35 und für C21. 21 aus den neuen C17 Dokkan-Medaillen und 7 aus dem Strike-Event. Ansonsten, das ist alles, was man zu ihm zu sagen hatte. Ich gehe mit meinem Villains-Team voran, weil es gibt viele Villains-Units, die Melee-Angriffe haben eben. Und hier benutzen wir auf jeden Fall die Filterfunktion aus. Wenn wir jetzt keine Rosé finden, raste ich aus. Oh. Genau einer, okay, den nehmen wir. Nämlich, was meine ich mit Melee? Also Melee-Angriffen. Und zwar, wenn wir uns das Ganze anschauen, beziehungsweise können wir das auch hier ansehen. Wenn wir die Super-Attack eines Charakters ansehen, okay, wir klicken auf die Karte, sehen die Details. Seht ihr dieses Symbol hier? Dieses Symbol ist ein Keyblast, ja, das ist ähnlich wie Kamehameha quasi. Das heißt, seine Ulti, wenn er eine Super-Attack macht, basiert auf einem Keyblast. Und wir wissen, Keyblast-Angriffe dodge C17 mit seiner Barriere. Heißt, wir wollen Ultis, wo dieses Zeichen nicht ist, wie zum Beispiel bei Rosé, da ist kein Keyblast-Zeichen. Warum habe ich jetzt trotzdem Majin Vegeta mitgenommen? Es ist ein L-Charakter, er hat 2 Ultis. Wenn wir uns mal die andere Ulti anschauen, ja, die Final Explosion, aha, da ist kein Keyblast, also macht diese Schaden. Das ist der Unterschied, meine Freunde, ja. Ich habe hier zum Beispiel Freeze mit dabei, dieser hat auf beiden Ultis Keyblast, okay. Da macht eben keinen Schaden, ist nicht wichtig, wir nehmen ihn trotzdem mit. Metal Cooler an der Stelle, wenn wir uns die Ulti anschauen. Die erste Super Attack ist ein Keyblast basierend, die zweite nicht, ist ein Melee-Angriff. Also diese macht Schaden bei C17. Bei Super 17 geht es by the way auch mit seiner Barriere. Angel und Freezer hat auch keinen Keyblast, geht ebenso. Sein Angriff kommt durch und ja, der ist einfach nur zum Supporter, der hat einen Keyblast, damit ihr quasi wisst, okay, was ist ein Keyblast und was nicht. Dann würde ich aber sagen, wir hoppen direkt hier in die Stage rein und machen das ganze Event. Ich denke, das Event vom C17 ist nicht allzu schwer. Mit jedem Kategorie-Team kommt ihr auf jeden Fall zu euch oder sogar 120%-Team. Wenn ihr ein 120%-Team baut, also ein Neo-Guard-Team, dann würde ich euch auf jeden Fall Super Strength empfehlen, weil in der letzten Runde haben wir einen Typenvorteil mit. Wir kämpfen ja gegen physisch C17. Ansonsten wäre es eigentlich vorab zu allen Informationen. Und ganz, ganz wichtig eben, schaut darauf, dass euer Team überwiegend aus Charakteren besteht, die eine Melee-Super-Attack haben, Nahkampf-Super-Attack. Müssen nicht alle sein, aber wenn die Mehrzahl davon das ist, dann ist es auf jeden Fall besser, denn wir werden sehen, er dodgt Keyblast-Ultis. Anyway, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu hier seid und das Ganze gefällt, drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button und werdet Teil der Hashtag OZFighter, der mittlerweile momentan aktuell läuft. Ist richtig gut, Freunde, richtig gut. Und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Meine Rotation will ich halten. Metal Cooler. Auf jeden Fall behalten wir ihn in einer Rotation. Also mein LR Metal Cooler Armee mit Freezer. Deswegen Freezer kommt hier noch rein. Er ist gerade rausrotiert. Diesen Cell habe ich mitgenommen. Ich brauche einen Physisch-Type im Team. Er ist ein Supporter für Extreme Class. Gibt einen Key plus 2. Ich glaube, er hätte noch 25% waren. Ist ein guter Supporter. War für die Play-Unit. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Und wie gesagt, diese Keyblast und Melee-Sache fängt erst ab der dritten Runde an, sobald er seine Barriere hat. Das werden wir auch sehen. Und bis dahin ist eigentlich das Event auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Nicht wundern, das ist seine Ulti, aber das gehört nicht dazu. Die Ulti ist, by the way, geil. Das ist, by the way, gegen den wir momentan kämpfen. C17 aus dem Story, was momentan online ist. Und der ist auch gibt auch einen Essay-Boost für den neuen MVP C17, falls ihr euch das fragt. Genau. Elemental Cooler Insane. Falls ihr euch fragt, was, wer ist das Elemental Cooler Armee?
Battlefield Rewards. Das ist ein Battlefield-Preis. Elemental Cooler gibt es aus dem Battlefield, aus der japanischen Version. Ob das Ganze in Global kommt, könnt ihr in meinem Video entnehmen, was ich gestern online gestellt habe, sollte das sein. Und zwar zu der Frage, was demnächst auf Global kommt. Ich denke, Battlefield wird Teil davon, denn Battlefield 2.0 ist keine Beta mehr, ist schon seit langem in JP draußen. Aktuell steht auch das fünfte Mal bevor. Deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt nach dem Jubiläum kommen wird. Aber falls euch dann fragt, was genau kommt noch, welche Banner und so etc. etc., wie gesagt, in dem Video dazu, ich werde den Link in der Beschreibung setzen, könnt ihr euch gerne ansehen. Und ansonsten, ja, ihr seht es schon, ist auf jeden Fall machbar. Cool finde ich auch die Location. Wir sind erstmal auf der Erde, ja, wo er quasi auf dem Planeten, wo er beschützt. Und dann hoffe ich, wechseln wir in die Tournament of Power Szene, weil eigentlich ist es ja der aus Tournament of Power, der gegen Jiden, der physische. Also ich hoffe mal, werden wir gleich sehen. Ich habe das Event, mache ich auch gerade zum ersten Mal. Deswegen, ich bin aber auf jeden Fall guter Dinge, dass ihr das auf jeden Fall machen und schaffen könnt, wenn ihr dann ein vollwertiges Team habt. Weil, ja, es ist machbar. werden wir auch gleich sehen. Elemental Cooler haben wir richtig cool. Also die Ulti ist insane. Kranken an sich finde ich auch brutal. Er hat immer eine Chance auf eine Edition Ulti. Ist geil. Hat eine Chance auf eine Ulti. Ah, leider keine Ulti. Aber Edition Attack in jedem Fall. Und das eben, was wir gerade gelauncht haben, war sein Ultra Super Attack. Ja, war sie. Jetzt kommt eine Freezer aber hinterher. Die beiden linken sich auf jeden Fall solide mit 4 Link-Skills. Geben sich unter anderem Key plus 4. Und wenn mich alles täuscht, Legendary Power natürlich. Und Big Bad Bosses, glaube ich, muss das letzte sein. Und hier kommt auch Freezer durch. Ah, jetzt aktiviert seine Barriere. Und hier kommen nur Melee-Angriffe durch. Werden wir testen, werde ich euch zeigen. Beziehungsweise, doch, das werden wir auf jeden Fall sehen. Rosé, sein Angriff geht durch. Müssen wir nicht diskutieren. Majin Vegeta, sein zweiter, haben wir gesehen, sollte eigentlich nicht durchgehen. Cell, sein Ulti ist auf Kiblas basierend, heißt, das wird er dodgen, sofern er das überleben sollte. So, von der Theorie her, jetzt gucken wir mal, ob es auch wirklich stimmt, warum sage ich das? Weil, wir wissen ja, Final Explosion ist auch Key Blast in dem Sinne, er setzt ja Key frei, zählt aber, oh, die Ulti ist geil. Zählt aber eigentlich, ja, das Symbol war nicht dran, als Melee-Angriff. Schauen wir mal. Rosé ist ganz klar, ihr seht das, ja, er geht auf ihn zu, Nahkampf, boom, zerschneidet ihn und das sollte Schaden machen. Richtig, danke. Natürlich machen wir trotzdem wegen Schaden, wenig Schaden, weniger als sonst, denn er hat seine Barriere online. Und boom, ja, damit kommen wir durch. Deswegen achtet darauf, auf das Symbol des Charakters, ob da quasi das Zeichen dabei ist oder nicht. Genau, das sollte er dodgen. Perfekt, seht ihr? Easy! Theorie Dokkan Battle, ja. Jede Woche Vorlesung, könnt ihr gerne besuchen von mir. nein, Spaß. Okay, und zwar haben wir hier jetzt Freezy Pop ist up, yes. Metal Cooler funktioniert folgendermaßen, je mehr HP er hat, je mehr HP wir haben, desto höher ist sein Angriff und Death Boost. Deswegen heben wir uns mal, damit wir in der nächsten Runde auch auf jeden Fall gut HP mit ihm haben, damit wir da auf jeden Fall was von ihm sehen, wobei wir dann Typen Nachteil haben. Ich hätte ihn eigentlich raussortieren können hier. Egal, einfach mitnehmen, dann sehen wir mal weiter. Ja, ich habe von ihm keinen Dupe, man kann aber aus dem Battlefield aktuell 3 Stück von ihm holen. Braucht natürlich viel Währung davon. Das ist die erste Ulti hier. Oh, ich Idiot. Die erste Ulti ist, ja. Ah, ich Idiot. Ja, ich habe mir jetzt gerade mitgenommen, dass ich euch so vorführe, aber ich wollte eigentlich die Ultra Super Deck starten, weil die erste Ulti ist ja ein Keyblast. Freezer wird ja auch keinen Schaden machen, nur Golden Freezer. Oh, jetzt Otaro, jetzt habe ich mich selbst ausgespielt. Egal, das war nur zur Show, damit ihr das seht. Das ist alles gut. Jetzt GG. Jetzt muss ich aber trotzdem aufpassen, dass wir nicht allzu lang aus dem Event rausgehen, weil das Event schafft man auf jeden Fall, wenn man eben darauf aufpasst, dass man hier keine Keyblast-Ultis benutzt. Nun, muss ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen besser aufpassen, aber ansonsten passt es auch ganz so. Ja, die Rotation ist perfekt, denn wir haben hier... Oh, ich hätte jetzt auf Majin auch viele Orbs geben sollen eigentlich, weil wir jetzt auch nicht auf die Ultra Super Deck... Ah doch, okay, dann kommen wir hier auf jeden Fall mit unseren Ultis durch. Die Jungs machen halt Schaden und gut ist. Rosé, ja, eigentlich die beiden Rosé sollten hier rausnehmen. Und dann sind wir gegen den Physisch-Type. Er hat viel HP-Balken auf jeden Fall. Seine Barriere ist, oh, nice Crit. Auch noch online eigentlich. Also, ich weiß, warum ich gerade die ganze Zeit online sage, aber sie ist auf jeden Fall noch aktiv. Und da musst du dann auf jeden Fall auch darauf achten. Aber das werden wir alles schaffen. Easy peasy. Seht ihr ja. Also, ja, Willensteam auf jeden Fall noch on point. Kann man auf jeden Fall noch spielen. Und es gibt ja sehr viele Variationen mittlerweile. Es gibt so geile Units, Villains auch vor allem. Jetzt ist unser Ranger da und wir sind immer noch auf der Erde. Sagt mir nicht, ja, nein. Ja, wir haben uns nicht auf den Weg gemacht zum Tournament of Power. Ja gut, wir sind immer noch auf der Erde, wir nehmen es hin. Hätte es cooler gefunden, wenn sie auch die Location geändert hätten. Ah, schau mal. Er hat nur in der dritten Runde die Barriere. Willst du mir das echt verzeihen? Ich glaube ja, hoffentlich. Okay. Ja.
Doch, doch, sieht tatsächlich so aus. Jetzt bin ich echt gespannt, weil ihr seht, ist ja im Kampf hat er die Barriere nicht abgehabt. In der dritten Runde hatte er sie immer. Jetzt ist quasi die Barriere down, so wie es aussieht. Und dementsprechend können wir uns auf jeden Fall merken, diese Barriere. Also ob ihr darauf achten sollt, ob ihr Keyblade. Ja, okay, Barriere ist nur auf der dritten Runde aktiviert. Alles klar, Freunde. Also, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall immer noch natürlich darauf zu achten, dass ihr überwiegend Charaktere. Die Ulti ist krank. Ja, die Barriere geht hier kaputt, deswegen, okay. Wahrscheinlich. Naja, deswegen, ich würde euch trotzdem immer noch empfehlen, ein Team zu nehmen, wo viele Melee-Attacken haben, weil ihr habt quasi einen Vorteil davon in der Runde 3. Aber wir merken uns, sie korrigieren es. Nur in der dritten Runde zählt das mit den Melee-Angriffen, dass da keine Keyblast-Ultis durchkommen. Alles klar, wurden wir auch schlau an der Stelle. Und ja, und deswegen sind wir hier und machen das Event, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, gut. Freezer sage ich, Cell. Höllenblitz einfach, okay, die Ulti. Habe ich keine Attention gegeben vorhin, ist auf jeden Fall. Er hat ihn gesealed, okay. Ah, das ist ein Sealer, nice. Nice. Und vor allem, wir sehen, man kann ihn sealen und stun, C17. Okay, dann ist das wirklich nur das mit der Barriere bei ihm on point. Nehmen wir mit, perfekt, spricht für uns. Dann machen wir hier noch die erste Ulti und Imagine. Oh mein Gott, nie wieder will ich das sagen. Imagine Vegeta. Manchmal weiß ich, warum ich das habe. Manchmal sage ich Imagine. Drachensteine. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mein Kopf so vollgepackt, dann packe ich die schlechtesten Begriffe ever aus. Sind natürlich richtige Begriffe immer noch, wobei Imagine hört sich eklig an, Imagine Vegeta, ja. Und Drachenstein ist ungewohnt. Wir bleiben natürlich bei Dragonstones, das sind unsere heiß begehrten Dragonstones. Gut, Imagine Vegeta. Ja, Rosé bekommt sehr wenig Schaden, Typenvorteil, 1,7 hier auf dem Radar haben wir und wie... Aber, oh mein Boy, Imagine Vegeta. Aber ihr seht schon, wir hatten 1,7 Angriffsstat. Jedoch haben wir hier um die 37.000 gemacht. Also merkt euch. Er ist auf jeden Fall sehr tanky, C17. Einzige Clou hier in dem Event ist das mit seiner Barriere in der dritten Runde und halt, dass er tanky ist. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall machbar. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Event. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was ihr drauf achten müsst. Und wünsche euch, falls ihr noch pullt, sehr viel Glück beim Pullen. Wir werden auch noch sammeln auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall, haltet die Augen offen, meinen Channel ab. Da kommen auf jeden Fall... Oh mein Gott, was mache ich? Wie viele auf jeden Fall das waren. Manchmal eskaliere ich komplett auf ein Wort. Anyway, haltet die Augen offen. Sam wird auch noch online kommen. Bis dann wird auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich hab's wieder gesagt. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.